Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Kingdoms Evolved. Ja, das Kingdoms kommt mir nie so richtig in den Sinn, wenn ich sofort anfange. So, das Königreich evolviert. Weiß nicht, was es auf Deutsch evolutioniert, genau. So, hier haben wir noch Gold. Und wir sind ja jetzt wieder auf dem Weg zurück. In unser ja, baldiges Bauernhaus. Beziehungsweise eher eine Tierfarm. Und dann ja der große, gigantische Baum. Und ich habe mir etwas noch ein bisschen überlegt. Das ist sehr cool. Was noch sehr viel cooler ist. Werden wahrscheinlich zwei oder drei Bäume machen, die so ein bisschen umschlungen sind. Und ja. Aber bin gerade im Überlegen, wie wir das mit dem Platz machen. Aber ich denke, es ist schon cool, wenn wir da noch ein bisschen mehr. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schnell dorthin. Fackeltrick. Funktioniert. Ja. Dankeschön. Jetzt sind wir wieder in Sicherheit. Haben genug Luft. So. Da drüben. Okay. Ja. Also ich habe genug zu bauen und ich will so cool wie möglich euch machen. Das. Also ich möchte es so spannend wie möglich für euch machen. Natürlich. Langweilig ist ein Fehlplatz. Also ich möchte meine Let's Plays eben so spannend wie möglich machen. Geht halt nicht immer und klar, mit Schneiden und alles mögliche wird es natürlich noch spannender. Und dann geht das ganze Flair kaputt. Eier, okay. Ja, okay. Sag mir mal, was ich so ein bisschen verbessern kann. Eben, das geht halt noch einige Zeit, bis man richtig schnell gut bauen kann. Aber dann geht's auch richtig los und dann ist es ein Bauprojekt und auch ein Entdeckungsprojekt und alles mögliche natürlich. Und ja, bin mal gespannt, wie gut das Let's Play dann ankommt. Natürlich, ich bin nicht gerade so schon ein beliebter YouTuber. Das geht einige Zeit, bis alle aufmerksam werden, die so etwas auch wollen. Aber bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Bin auf jeden Fall nicht so einer, der sagt, ja, ich brauche den Erfolg, ich will ihn. Aber ich bekomme ihn nicht und so. So. Da ist noch Ananas. Nimmt sie so ab, ich da mal reinlegen. Wir brauchen eine Tierspitzhacke. So, dann brauchen wir Obsidian, müssen wir nochmal sogar holen. Ja, dann kümmern wir uns um den Garten mal kurz. Ich versuche mal die Beeren hier zu pflücken und dann zu. Ein paar sind noch nicht gewachsen. Zu squishen oder so. Aber ich glaube kaum. So. Ja, mal die Zuckerrohrpflanzen weiter anpflanzen. So. Squishen. Nö, geht nicht. Weil die Natur. Nein, es ist nicht Natur. Es ist.
Tinkles Konstrukt oder so. Die Büsche, die viereckigen Büsche, wo überall herum sind, wenn man den Mod hat, die gehen. Aber die gehen nicht, aber die gehen vielleicht anders. Da können wir U klicken. Es gibt einen Blackberry Tumbler. Ein Tumbler ist doch ein Trockner. Blackberry Danish. Das ist wahrscheinlich so ein Kringel aus viel Zucker und Ei, ja. So. Kekskrümmel. Und ein Berry Powder. Für was ist ein Berry Powder? Ah, da gibt's noch eines. Formlose. Da steht. Berry Bowl. Ganz viel Berry Bowl. Okay. Interessant. Sodele. Der ist immer noch am Herumtanzen. Oh je. Das ist Reif. So. Ja, da noch ein bisschen Weizen fahren. Aber wir haben ja Essen. Wir haben Fleisch, gut. Ist auch nicht so wichtig. Aber ich möchte genug für die Tiere haben. Da brauchen wir schon so einiges. Und das Squash. Und Zucchini. Danke. Ah, Mann, der Bug. So. Dein. Ja, Knochenmehl. Machen wir auch hier rein. Und dann gehen wir los. Hoppla. So, wir brauchen Obsidian, wie gesagt. Und das 14, ja. 14 Mal. Oh, welche Seite ist jetzt das Wasser? Ja, in dieser. So, oh. So. Wir müssen zum Obsidian. Oh, wir haben kein Wasser. So ein Mist. Gibt es hier irgendwo Wasser? Da drüben ist Wasser, oder? Jetzt bin ich weiter oben. Jetzt ist hier keine Schlucht mehr. Da war doch vorher eine Schlucht. Hä? Drüben ist noch eine Schlucht. Okay. Dann gehen wir mal dorthin. Geld hat jetzt auch wieder einige Zeit, bis wir das Obsidian haben. Durch den Wassereimer, der nicht gefüllt ist. Das ist immer halt einfach nur, solange wir eine Mine machen müssen mit Fallgrube. Da müssen wir das Wasser hin tun und haben dann kein Wasser mehr. Und auffüllen ist ja in Minecraft fast nie nötig. Wenn man es immer wieder einsammeln kann. So, mal gucken, wo die Schlucht ist. Das sieht nämlich nach. Das ist wahrscheinlich hier das Granit und nicht Wasser oder Obsidian. Noch ein bisschen drüben. Falschen Ort. Also, weiter unten könnte sein. So, jetzt hier irgendwo. Ja, jetzt ist es auf der Minimap wieder. Irgendwo hier. Nee. Da drüben.
Jetzt muss eigentlich die Werbung kommen, jetzt, ja. Gut, ah, da waren wir schon. Da ist es so hell auf der Map. Naja, haben wir sehr sinnvoll etwas gemacht, toll. Da drüben. Ich gehe mal da nach drüben. Diese Richtung. Mal, was das ist? Das ist ein Stollen. Also ein Stronghold so weit weg. Nö. Jetzt gehen wir auch wieder ein bisschen runter und dann wieder geradeaus. So. Ja, was könnte das sein? So kleine Häuschen. Ah, vielleicht sind das einfach die Dinger. Das ist ein Stollen. Ist gut, ein Stollen. Das können wir gebrauchen. Gehen wir mal dorthin. Ah, das Komatit wieder überall. Hm. Aber hier könnte der Stollen weiter oben auch schon sein. Aber ich grabe mich jetzt nicht nach oben. Keinesfalls. Dort unten ist der Stollen wieder, okay. Ah, Diamanten, danke. Oh, viele Diamanten. Dankeschön. Sehr toll. So, ist noch einige Zeit. Können wir dann im nächsten Part nachschauen. Genau erkunden. Aber bis dann graben wir uns mal bis dorthin. Vielleicht entdecken wir ja noch ein paar Sachen. Schade, dass ich Diamantspitzhacke nicht so gebrauchen, aufbrauchen können kann. Weil es ist zu schade um die Reparatur dann und so. Lieber dann, wenn wir Ding haben. Haltbarkeit drauf. So. Und wenn es ja keine Haltbarkeit wird, dann machen wir es trotzdem, also graben wir trotzdem mit der Diamantspitzhacke. Eigentlich ist es meistens, dass so Eifer drauf ist. Oder Haltbarkeit. Was ist das, Gabro? So, du Spinne, danke für das Stimmen. Aber hier ist kein Stollen. Wir müssen weiter graben. Hei, hei, hei. Oder mal hier erkunden. Hm. Ja, wir kommen näher. Wir kommen näher. Das ist gut. So. Sehen wir es jetzt wieder? Man sieht nur da noch etwas. Das ist ja mega Stollen. Der ist ja gigantisch. Wir müssen runter, oder? War das runter oder nach oben? Das war runter, oder? Wir sehen es ja gleich. So, jetzt ist wieder die neue Richtung. Ja, jetzt ist es geradeaus. Gut. Ist ein bisschen verwirrend, weil es nicht so richtig exakt ist, aber wir finden es. Und da können wir so groß Stollenerkundung machen. Das ist geil. Das ist sehr geil. Ja, ja. So. Los jetzt. Capro. Zeh, Capro. Ne. Noch ein bisschen. Sieht es auch wieder anders aus. Ja. Das ist nur die Spinne. Ja, da ist sehr viel Gabro. Hm. So, noch 10 Meter. Dann echt.
ist, Andesit. Andesit. Na? So. Noch ein bisschen. Ja, ich grabe schon seit 6 Jahren eigentlich regelmäßig durch Geröll. Mir wird es einfach nicht langweilig. Einfach ein bisschen. Ach Gott. Ungeduldig werde ich. Wir haben kein Holz, danke. Ja, Diamantspitzhacke. So, jetzt geht's aber auch ein bisschen schneller. Jetzt. Ist sogar ein bisschen zu weit. Diese Richtung. Jetzt müssen wir wahrscheinlich runter. Ah, noch ein bisschen hoch. Jetzt sieht man eigentlich gar nichts mehr auf der Map rechts. So. Ja, hallo. Kommst du endlich? Jetzt sind wir aber drunter, ja. Hallo. So. Gut. Safi haben wir hier. Da ist wahrscheinlich Sackgasse bald. Phew. So. Oh, neue Sekunden. Da machen wir das Geröll hier weg. Und hier ist nichts. Ja, okay. Also einen Weg haben wir schon mal. Gut. Ah, das wird ein großer Stollen. Vielleicht nicht verbunden, aber so wie es aussieht auf der Map, ist da viel. Toll, wo ist der Rest? Ja, das ist eine Verbindung, die nicht existiert. Hallo? Ah! Blödes Kies. Machen wir das mit der Schaufel. Wenn der Ding-Trick nicht geht. Der Fackeltrick. Ach, Mano. So. Und dann rüber wieder. Da ist auch Lava. So ein Mist. So. Weg. Da ist auch Lava. Was ist denn mit der Lava hier? Die ist auf der Minimap auch nicht zu sehen. Ja. So komisch. So, Inventarplatz haben wir noch. Hier haben wir Diamanten. So, der Zombie wird auch ungeduldig. Der Part ist bald vorüber. Ich will noch etwas entdecken. Komm schon. Naja. So, und jetzt sind wir schon wieder zu weit. So, hier runter. Okay. Haben wir nur ein Stockwerk zu weit nach oben gegraben. Jetzt hätten wir es direkt entdeckt. Zombie mit Schwert, okay. Skelett. Oh Gott. So. Ja. Ist auch wieder kleiner.
Jo, und hier beende ich mal den Part. Bis zum nächsten Part, morgen früh. Ja, noch ein bisschen Erkundung, wir haben noch viel zu tun. Können dann direkt nach links graben. Und ja, darunter gehe ich dann nicht mehr. Wir gehen dann hoch. Und haben ja dann ja eben das Obsidian noch nicht, müssen das dann nochmal holen. Aber dann mit Wasser. Und ja, also bis zum nächsten Part. Euer Drago. Tschüss.